Ein nächtlicher Spezialauftrag. Bis 8 Uhr in der Früh muss die Arbeit abgeschlossen sein. Dann öffnen sich die Tore am Waldfriedhof in München. Die Öffentlichkeit ist ausgeschlossen bei dieser Form der Abschiednahme. 3-3. 3-2. Anonyme Urnenbestattung nennt sich das Unternehmen. Die Männer brauchen 2 Stunden. Dann sind die Behältnisse mit der Asche von 400 Menschen unter der Erde. Zurück bleibt eine Wiese. Nichts mehr wird an ein Grab erinnern. Auch der Tod erlebt seine Globalisierung. Seine Spuren finden sich an bislang unerwarteten Orten. Über München bricht ein neuer Tag an. Den von innen sehen. Oder das geht ja, ich kann ihn ja schon anmachen. Ja, ich möchte mal. Jetzt die Probe liegen vielleicht. Nein. Die sicherste Tatsache im Leben macht neugierig. Aber wenn Sie einen Deckel zu machen, haben wir die mal rauslassen, muss es dann fahren. So schätze ich es aber nicht. Die Gewissheit des Todes regt Gespräche an. Naja. Das letzte Ruhebett zeigt Qualität. Das ist zu dick, Jan, oder? Das ist nicht friert. Ehrlich? Witze und Anekdoten sollen das unvermeidliche Verdrängen helfen. Ich leide immer unter kalte Füße, weil im Leben habe ich kalte Füße, da muss ein bisschen dicker sein. Bin ich schon ein paar Mal den Tod von der Schippe gesprungen, nicht? Also verbrennen. Bin ich aus dem brennenden Flugzeug ausgestiegen, nicht? Bin Fallschirm, ja. In Deutschland sterben jährlich 2 Großstädte weg, wie Augsburg und Nürnberg zusammen. Das macht rund 800.000 Verstorbene. Lehmann mit H, ja. Und wo ist denn der Herr Lehmann bitte verstorben? Für die letzte Reise sind Särge aller Preiskategorien auf Lager. An 365 Tagen rund um die Uhr ist der Abholdienst im Einsatz. Immer seltener findet die Abholung zu Hause statt. Etwa jeder 10. Verstorbene wird zuerst in die Rechtsmedizin gefahren. Das sind meist Unfallopfer, einsame Menschen mit unklarer Todesursache, Menschen, die auf Straßen versterben, Selbstmörder. Ein Todesfall im Münchner Herzzentrum. Über die Arbeit der Männer dringt wenig nach draußen. Und wenig will man wissen. Sterben tun immer die anderen. Täglich kremiert die moderne Anlage am Münchner Ostfriedhof rund 45 Verstorbene, Tendenz steigend. Häufig werden dafür die geringeren Kosten bei der Grabpflege gegenüber einem Erdgrab genannt. Fünf Öfen werden gleichzeitig befeuert und bedient. Ein Sarg samt Inhalt bleibt 1 Stunde im Ofen. Dann haben die Flammen ihre Aufgabe erfüllt. Angehörige der Verstorbenen sind bei der Feuerbestattung nicht zugelassen. Die thermische Prozedur materialisiert die körperliche Hülle auf ein Minimum. So heißt es etwa am Aschermittwoch: Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zu Staub zurückkehren wirst. Ganze 2500 Gramm Verbrennungsrückstände bleiben am Ende von einem Menschen übrig. Eine der günstigsten Leistungen ist die Luftbestattung. Asche in den Wind.
Dieser Service ist für 322 Euro zu haben. Sind Angehörige dabei, sind 100 Euro mehr zu bezahlen. Diese anderen Bestattungsarten werden meistens von Leuten gewählt, ich will jetzt nicht sagen unbedingt atheistisch, aber die einfach von den traditionellen Religionen weg sind oder sie nicht mehr so akzeptieren. Das sind eigentlich eher so Naturbestattungen. Ich denke da eher immer so an die alten Germanen zurück, die dann eins mit der Natur werden wollen. Ja? Die sagen, der Kreislauf der Natur. Ich persönlich bin nicht der Auffassung, dass jemand nur atheistisch sein kann, weil das Leben, wenn das Leben aus ist, ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, dass es dann nichts mehr kommt. Ich glaube, dass es nur wenige Menschen gibt, die wirklich der Auffassung sind, dass es nach dem Tod nichts gibt. Also ein bisschen Hoffnung wird jeder haben. Vor dem Abfüllen der Urnen werden mit einem Magneten Metallteile aus der Asche gesondert. Neben Sargbeschlägen sind dies auch Hinweise auf Lebensläufe. Letzte Erinnerungsstücke des persönlichen Gedenkens. Der Leiter des Krematoriums hat einen ganzen Schrank solcher Relikte gesammelt. Wir haben hier medizinische Hilfsmittel, die den Menschen eine große Erleichterung bringen. Wir haben zum Beispiel hier die Hüftgelenke, verschiedene Ausführungen, verschiedene Formen. Das sind so Zutaten, die wir nicht mehr zuordnen könnten, wie bei wegen ja hier bayerische christliche Figuren. Dort ist noch eine Uhr entsprechend. Eiserne Kreuz. Eine feine Adresse für Urnen findet sich, wiederum, in der Schweiz. Asche zu Asche, das war einmal. Aus Asche Diamanten zu machen, dazu hat sich in Chur ein Unternehmen viel einfallen lassen. Die sterblichen Lebensspuren erhalten im Labor eine neue Existenz. Ein Juwel von Mensch entsteht, ein letzter Liebesbeweis. So verkündet es das Werbeheft. Asche kommt aus der ganzen Welt nach Chur. Am Anfang des physikalisch-chemischen Prozesses steht Wässern und Rühren. Die Extraktion des wenigen Kohlenstoffs aus der Kalium- und Calciummenge ist Voraussetzung für die wundersame Verwandlung in einen Hochkaräter. Nach Reinigung und Destillierung des Urstoffes erfolgt die eigentliche Transformation. Unter extremem Druck und Hitze wächst über Monate ein Diamant heran. Dieses hochtechnische Verfahren wird an einem geheimen Ort vollzogen. 5.000 bis 15.000 Euro kostet eine solche Preziose. Ein Pfund der Asche reicht für einen Stein. Der Rest sollte pietätvoll entsorgt werden. So grau auch die Materie, sie regt in besonderer Weise die Fantasie an. Musikalische Einladung zur letzten Fahrt hinaus auf hohe See. Die Seebestattungsgesellschaft wirbt für die ultimative Ruhe in ökologisch abbaubaren Urnen. Hier gibt es also manches Häppchen. Der Koch hat gestern über 1.000 Stück gemacht. Auf der Suche nach dem perfekten Begräbnis. Die größte Bestattermesse der Welt in Düsseldorf ist alle 5 Jahre Treffpunkt der Gewerbetreibenden. Wandelnde Nachfrage verlangt neue Angebote in Stil, Leistung und Preis. 800.000 Tote jährlich allein in Deutschland. Diese feste Kundschaft will bedient werden. Bieder, edel oder schrill. Angebote für alle Wünsche und Geldbeutel. Stairway to Heaven oder Highway to Hell. Wohin soll die Reise gehen? Längst hat sich Trauer individualisiert. Religiöse Traditionen verlieren an Wert. Wer nicht wirbt, stirbt, lautet ein Slogan in der konkurrierenden Branche.
Der brave Totengräber hat ausgedient. Der innovative Dienstleister stellt sich dem Wettbewerb. Vorwärts in die Vergangenheit. In der Kapuzinergruft in Wien kennt der Tod keine Zeit. In diesem Prunksarg liegt Kaiser Leopold I. Er besiegte die Türken vor Wien. Heute droht schleichende Korrosion. Inspektion und Wartung jedes Sarkophages benötigt rund 2 Jahre. Seit Urzeiten sind die Menschen von der letzten Frage aufgewühlt, was kommt nach dem Tod? Die Vorstellung unseres ultimativen Endes, des totalen Verlöschens unseres Geistes und unserer Seele, macht Angst oder lässt uns resignieren. Mit der Anlage eines Grabes dagegen lehnt sich die Menschheit gegen die bloße Vergänglichkeit auf und wehrt sich gegen das reine Vergessen. Gräber sind die Häuser der Toten und bewahren die Erinnerung an den Verstorbenen. Doch was sind uns Lebenden, unsere Toten, heute noch wert? Ein Grab ist nicht nur ein Ort der Trauer, sondern auch des Gedenkens an vergangenes Leben. Es wird beseitigt. Wieder werden Hunderte von Urnen zugeschüttet. Sie verschwinden im anonymen Grab. Nichts mehr wird an das Leben und den Tod dieser Menschen erinnern.